Eine zentrale Frage bei Dot Berlin ist die Vergabe der Domains. Natürlich sind Domains wertvolle Grundstücke im Internet und für Domains wird, wie wir an DE und .com sehen, heute viel Geld bezahlt. Von daher ist es sehr sensibel, wie die neuen .berlin-Domains verteilt werden. Die Verteilung wird in mehreren Phasen stattfinden. In der ersten Phase werden wir Domains zurücklegen für Gebietskörperschaften wie Land und Bund, aber auch die Stadt Berlin natürlich mit ihren Organisationen, die Domains wie eine Hotel.berlin, Visit Berlin oder Finanzamt Berlin bekommen können. Das sind sozusagen die reservierten Begriffe. In der zweiten Phase können dann Unternehmen, die eine Marke haben, ihren Markennamen als Berlin-Domain reservieren. Das werden sicher viele tausend Unternehmen nutzen. Und in der dritten Phase steht .berlin für jeden Berliner offen. Also praktisch der Handwerker kann es genauso registrieren wie, sage ich mal, eine Privatperson oder ein Verein zum Beispiel.